Hallo Whisky-Freunde, willkommen zurück bei Whisky Nuts CS. Heute mit dem letzten Teil vom US-Special und zwar mit dem Rowan's Creek Small Batch Bourbon. Heute haben wir einen Bourbon auf dem Tisch und zwar von Rowan's Creek. Rowan's Creek gehört zu den Kentucky Bourbon Distillers, ist eine von 7 Marken. Ja, dieser Bourbon ist ein Small Batch Bourbon, wird handabgefüllt. Das Etikett macht einen selbst gezeichneten und geschriebenen Eindruck. Ja, ist an dem angelehnt, dass es eben Handarbeit ist, finde ich eine coole Sache. 50,05% werden die jeweils abgefüllt. Werden ja, in Charred Oak Barrels gelagert. Eine Altersangabe gibt es leider nicht. Ich habe hier den Batch 1847. Ich deute das auf 2018 abgefüllt. 47 könnte die Fassnummer sein oder auch die Kalenderwoche, in dem es abgefüllt wurde. Ich weiß es nicht ganz genau. Ja, Rowan's Creek begann eigentlich mit der Familiengeschichte der Willets. Diese reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Die haben aber die erste eigene Distille erst 1936 eröffnet. Und zwar in, muss ich gleich nachschauen, in Bardstown, Kentucky. Der Rowan's Creek ist der Bach, der neben der Distille durchfließt. Das ist ein wenig zur Geschichte eben. Das gehört zu der Gruppe der Kentucky Bourbon Distillers und ja, der Familienname dort ist mittlerweile, glaube ich, ein holländischer, ist also nicht mehr im Besitz der Familie Willett. Die Flasche hat hinten drauf noch ein paar coole Details. Und zwar steht jetzt hier noch Original Small Batch Bourbon, handmade in Kentucky, aged in new charred oak barrels, hand bottled in Kentucky. Unten noch ein bisschen Geschichte und hinten oben das kleinere Label auch mit dem Batch. Die Flasche ist noch zu, also das ist jetzt auch für mich eine Premiere, den habe ich blind gekauft auf Empfehlung. Schauen wir mal, wie er ist. Hoffen wir, dass der Korken nicht bricht. Nein, schaut gut aus. Ein schönes Plopp-Geräusch. Bisschen einschenken. So, wie gesagt, kein Alter, 50,05% handabgefüllt mit Fassnummer und Abfüllungsjahr. Zumindest so deute ich den Batch. Schauen wir mal, was wir hier im Glas haben. Zuallererst eine schöne Creme Brûlée Note. Schönes Karamell. Ja, auch etwas Zitrone. Zitronenkuchen. Ein schön feuchter Zitronenkuchen. Auch etwas Milchschokolade. Die Nase ist etwas zurückhaltend jetzt am Anfang noch. Bin dann gespannt, wie es nach dem ersten Schluck sein wird. Ist heute mein erster. Ist übrigens 100,1 Proof in der amerikanischen Messeinheit. Eine leicht pfeffrige Note hat er auch drin. Getrocknete Aprikose. Aprikosengelee, Aprikosenmarmelade. Ja, probieren wir mal einen Schluck. Cheers! Hm.
eine prickelnde Süße jetzt. Das im Vergleich zum, zum Straight Rye von Pikesville und dem Elijah Craig ganz klar der ja, leichteste, der smootheste von allen. Hat zwar auch über 50% leicht, ist aber schön cremig im Mund. Eine ganz leichte Pfeffrigkeit, ein bisschen Würze vom Fass. Sehr süß, sehr viel Honig vor allem jetzt im Mund. Der Abgang ist nicht ganz so lang wie bei den anderen zwei. Die Aprikose bleibt auf jeden Fall, die Aprikose und die Milchschokolade, das Crème Brûlée und das Karamell. Alles schön harmonisch. Ja, vielleicht sogar noch etwas Zimt. Und eine leichte Kräuternote. Mund kommt wirklich eine schöne Honignote zum Vorschein, die in der Nase gar nicht da ist. Im Abgang wieder leicht pfeffrig, würzig. Nicht ganz so lange, ein bisschen Süße bleibt kleben. Mittellang würde ich jetzt sagen. Das ist ein wirklich geselliger Kollege hier. Gefällt mir außerordentlich gut. Wenn der Pikesville Straight Rye zu würzig und der Elijah Craig zu stark ist, ist hier genau an der richtigen Adresse. Ich denke, das ist auch gar kein schlechter Einstieg in die Bourbon-Welt. Das ist jetzt ein richtiger Gentleman. Hat auch schöne, kräftige Aromen. Aber insgesamt weicher. Und sicher einsteigerfreundlicher. Ein sehr gutes Beispiel für einen Bourbon, finde ich jetzt. Ja, jetzt auch ein bisschen Kaffee hinten heraus. Und etwas dunkle Schokolade. Etwas Nougat auch. Wirklich toller Bourbon. Auch diese viel beschriebene Klebstoffnote fehlt jetzt dem komplett. Also da habe ich jetzt, wow, da habe ich jetzt, nein, ah. Ein Anflug von Haselnuss, zermahlener Haselnuss, ist auch noch da. Jetzt auch etwas Honig in der Nase. Was ich eigentlich sagen wollte, diese Klebstoffnote, die hat mich anfangs bei den Bourbons immer sehr gestört. Ja, das waren vielleicht auch die falschen Flaschen. Denn die, die ich bis jetzt im Nachhinein probiert habe, in den letzten paar Monaten, im letzten Jahr, hatten diese Klebstoffnote allesamt nicht. Wenn jemand in die Welt des Bourbons einsteigen möchte, Rowan's Creek eignet sich meiner Meinung nach sehr gut dazu. Nehmt nicht den Jack Daniels Old No. 7, das ist nicht der Einstieg in die Bourbon-Welt. Das ist, ja... Für die Cola-Mixer-Fraktion greift lieber auf etwas Hochwertiges zurück. Jack Daniels möchte ich gerne mal
diese spezielleren Abfüllungen probieren, weil ich glaube nicht, dass die gleich schmecken wie der Old Number 7. Ich habe hier einen da. Ich wollte den auch noch in dieses US-Special reinnehmen, aber nein. Das ist mir dann doch zu schade, die Zeit. Da werde ich dann von Jack Daniels vielleicht noch was anderes holen. Es gibt doch diesen Single Barrel Select, glaube ich, mit der schönen Flasche. Der hat auch ordentlich Power. Da bin ich gespannt, wie die sind. Ich denke nicht, dass das irgendwas zu tun hat mit dieser Plörre, die man in jedem Supermarkt kaufen kann. Ja, wir werden sehen, ob da ein Video noch kommt oder nicht über Jack Daniels. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ich da mal in den Besitz einer solchen Flasche kommen werde. Auf jeden Fall ging es heute um den Rowan's Creek, der mir sehr gut gefallen hat. Ein sehr guter Einsteiger-Bourbon. Nicht ganz so stark wie der Elijah Craig und nicht ganz so würzig wie der Rye von Pikesville. Ja, wer sowas sieht, kann zuschlagen. Wer sich in die Bourbon-Welt eintrinken will, hier ist ein gutes Beispiel dafür. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr die nächsten Videos sehen möchtet, dann abonniert doch meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Kommentiert eure Erfahrungen mit Bourbons, Rice, was auch immer, was von Amerika rüberkommt. Und ja, setzt ein Like. Ich würde mich auch freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Eine kleine Vorschau. Ich denke, ich werde als nächstes mal Richtung Japan gehen. Ich habe ja noch ein paar schöne japanische offene Flaschen mit Age Statement. Das dürfte spannend werden. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald.